Am letzten Wochenende im April geht es endlich los. Start des Renault Clio Cup Central Europe. Das erste Rennen dann in Oschersleben. Diese Rennserie ist eine ganz besondere mit vielen unschlagbaren Argumenten. Weil wir ein tolles Sportgerät haben zu einem guten Preis. Überhaupt kann man mit relativ kleinem Geld bei uns Motorsport betreiben. Ich denke, das ist zumindest im deutschsprachigen Raum einmalig. Und wir haben ein super Programm, wir haben tolle Rennstrecken, wir haben tolle Events und was will man mehr? Neu ist nicht nur der Name, neu ist auch das Fahrzeug. Erstmalig geht der Renault Clio RS 4 Cup an den Start. Das Fahrzeug hat sich geändert, ja natürlich. Wir haben jetzt einen 1,6 Liter Sauger, Turbo, nicht mehr Sauger. Gegenüber dem 2 Liter Sauger vom letzten Jahr. Das Auto ist deutlich stärker, hat auch mehr Drehmoment. Insofern denken wir schon, dass sich einiges ändern wird, ja. Die neue Version lässt seinen Vorgänger schon in den Testfahrten auf dem Hockenheimring deutlich hinter sich. Schließlich hat der neue auch 14 PS mehr unter der Haube als der alte. Aber in der kommenden Rennserie soll das für die Fahrer des Renault Clio RS 3 Cup kein Nachteil sein, denn sie werden eine eigene Rennserie bekommen. Im Rennkalender 2014 sind 7 Wochenenden für den Clio Cup reserviert. Start ist Ende April im Rahmen der ADAC GT Masters in Oschersleben. Gute 5 Wochen später, dann neu im Programm, geht es nach Belgien auf die Ardennen-Achterbahn in Spa-Francorchamps. Im Juni und im Juli trifft man sich jeweils auf dem Nürburgring wieder, dann auch auf der legendären Nordschleife, dem Traum vieler Rennfahrer. Der August steht im Zeichen der Slowakei und Tschechien. Abschluss ist dann Anfang Oktober das Rennen auf dem Hockenheimring. Da ist sicher für jeden die richtige Herausforderung dabei. 24 Stunden Rennen im Rahmenprogramm zu starten, diese 25 Kilometer über die grüne Hölle zu heizen, das ist das Größte. Ja, also dieses Jahr ist ja für mich neu dabei Spa und da freue ich mich schon drauf, mal in Spa zu fahren. Bin ich vorher noch nie gefahren. Oschersleben ist eigentlich früher so mit meiner Lieblingsstrecke immer wieder gewesen, weil wir sind oft mit der ADAC Proka damals da gewesen. Also da fahre ich sehr gerne, aber Slowakia-Ring und Nürburgring sind so meine Favoriten. Auf jeder Strecke geht es dann an den Rennwochenenden jeweils in 2 Rennen um die begehrten Podestplätze und den Sieg in der Gesamtwertung. Daneben gibt es noch diverse Zusatzbedingungen. Bei den Tests auf dem Hockenheimring war schon der Spaß und die Freude auf das Messer spürbar. Man freut sich riesig natürlich, weil es ist schon cool, wenn man so wie die Formel 1 am Lenkrad schalten darf. Und man möchte sich einfach schnell mit dem Auto zurechtfinden, sich schnell wohlfühlen. Und ich denke, das ist mir heute gelungen. Den neuen Partner fliegen lassen. Bis an die Grenze gehen. Zwischendurch in der Box an der Abstimmung feilen. Schrauben. Checken. Erfahrungen austauschen. Und dann wieder auf die Piste. Aber Test ist eben nicht gleich Rennen. Zum Glück geht es bald los. Ende April. In Oschersleben.